Hallo Leute, es geht weiter mit Little Big Adventure und auch hier habe ich mal die Frames per Second erhöht und die Lautstärke ein wenig hochgestellt. Also die Ingame-Lautstärke, weil die ja doch ein wenig lauter sein konnte, ja. Genau sowas richtig. Und ja, ich habe mir mal das Chantae-Let's Play angesehen, das ich gerade gemacht habe. Wo willst du hin? Und ich habe festgestellt, Nun dass vermute man die ich. Geister auf dem Friedhof immer noch nicht vernünftig sehen kann, weil die haben nämlich genau das gleiche wie die unsichtbaren Gegner oder Chantae, wenn sie einen Float Muffin gegessen hat. Ich habe keine Ahnung, woran es liegen könnte. Ich dachte erst, wären die Frames per Second. Oh, der Typ, dem wir sein Motorrad geklaut haben, ist jetzt hier. Die müssen wir eben erledigen. Nein. Das ist unfair. Das ist unfair. Du machst viel mehr Schaden als wir. Stirb doch. Nein, ich möchte nirgendwo hin. Danke. Ich möchte nicht sofort los. Danke. Wo willst du hin? Nein. Ich möchte nicht sofort los. Wo willst du Oh hin? nein, weil ich Ich jetzt möchte gerade sofort los. zurückfliege, fragt er mich. Nein! Oh nein, jetzt habe ich hier Treibstoff verschwendet. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich kann das Spiel nicht einfach nochmal neu laden, damit ich weniger Treibstoff, damit ich dann wieder den Treibstoff gespart habe, weil dieses Spiel halt so komisch speichert. Das heißt, sobald ich irgendeinen Blödsinn mache, speichert er das und dann habe ich halt das Item weniger. Tja. Genau, was ich sagen wollte, ich habe leider keine Ahnung, wie ich das besser machen konnte bei Chantae. Ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Ich dachte, wie gesagt, die würde an den Frames per Second liegen. Hat es aber anscheinend nicht. Aber ich lasse es jetzt trotzdem auf 30 statt 15 Frames per Second, weil das einfach eine bessere Bildqualität liefert. Und weißt du was? Du bist mir sowas von egal. Ich laufe einfach an dir vorbei. Ha? Was sagst du jetzt? Ja. Jetzt sagst du nichts mehr, du. Aber ich. Moment. Nein, ich mach dich doch fertig, denn ich möchte das, was in dem Pilz da ist. Komm. Friss den Ball und ausweiche. Wunderbar. Nein, das war in die falsche Richtung. So, aber jetzt komm. Ausweichen, ausweichen. Das war dumm, das Bild zu ändern. Jetzt habe ich mich nicht mehr den wirklich im Sichtfeld hier. Okay, jetzt aber komm schon. Ja, und einen noch. Ups, ups. Ausweichen hier. Twinsen, das machst du gut. Hauptsache, du stirbst nicht. So wie ich die ganze Zeit in Chantae gestorben bin, das wäre irgendwie nicht so toll. Los, komm, einen kriegst du noch. Nein, falsche Richtung. Ja, da, aua. Du, Blödmann. Also, das Ziel ist hier nicht so einfach, aber wir haben ihn besiegt. Wunderbar. Und jetzt benutze ich mal ein Kleeblatt. Denn ein Kleeblatt ist es, was wir hier drin finden. Und somit habe ich wieder volle Lebensenergie, volle Magie und volle Kleeblätter und alles ist toll und wuhu. Jetzt würde noch ein bisschen Geld gut tun. Ha, wow. Wunderbar, wunderbar. Hier ist Geld drin. Also, das läuft doch gut. Jetzt bitte noch ein bisschen mehr Geld. Das wäre jetzt hier der Höhepunkt des Tages, quasi. Für Twinsen zumindest. Komm. Oha, noch mehr Geld. Okay, dann können wir uns bald den Treibstoff zurückkaufen, falls wir noch welchen brauchen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir mit 6 Treibstoffkanistern noch, oder 6 Litern, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt 10 Liter waren oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das noch ausreicht, weil es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Moment, ich liege lieber hier unten rum, das war sicherer. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viele Fahrten wir noch unternehmen müssen. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust darüber nachzudenken, welche Fahrten wir wann noch machen müssen. Das werden wir alles noch sehen. Und ich erzähle lieber stattdessen irgendwas anderes. Aber oder was? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Hör auf uns zu schießen. Das mag ich nicht. Du bist voll blöd, ey. Ah ja, hier hat man ja noch so ein Blitzgitter gesehen. Das kennen wir ja schon. Allerdings ist dieses hier so weit oben. Leider kann ich es deswegen nicht aktivieren. Das heißt, das hier, der geneigte Zuschauer kann sich das wohl schon denken, ist eher etwas, um rauszukommen, als reinzukommen. Das heißt, wir werden später noch in das Hauptquartier von Dr. Funfrock hier einbrechen. Aber das dauert noch ein bisschen und dafür brauchen wir noch einige Gegenstände. Das geht nicht einfach so. Und das wird irgendwann später kommen. Aber das hat man sich eigentlich schon denken können. Ich meine, wenn es da ist, dann wird es auch irgendeine Funktion haben, oder? Also, ja. Und, Moment, ich hole mir mal eben hier noch ein bisschen Geld. Denn der sehr geehrte Herr Dingsbums hier, der Bibliothekar oder der Bibliothekarsleister, Leiter,
Ist ja nicht so freundlich. Und ich versuch mal. Na, ich kann leider nicht auf den Stuhl springen. Ich wollte nämlich versuchen, ob ich nicht irgendwie zwischen ihn und den Alarmknopf komme. Anscheinend nicht. Denn dann kann ich... Ja gut, er läuft auch einfach weiter. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich dachte, dann könnte ich ihn besiegen und an die Kasse kommen, ohne dass er den Soldaten ruft. Weil ich habe keine Lust, den Soldaten zu besiegen. Das verbraucht wieder so viel Magie. Jetzt muss ich den noch schnell besiegen, weil ich das Geld haben möchte. Komm, stirb. Stirb. Na gut, aber ich habe ihn direkt in meine Linie hier. Und so viel hält er ja Gott sei Dank nicht aus. Die Hälfte unserer Magie verschwendet. Also, es wird mal langsam Zeit, dass wir ein Magie-Upgrade bekommen. Findet ihr nicht? Denn dann verdoppelt sich die Leiste. Obwohl, naja, verdoppeln. Das müsste jetzt ein Viertel sein. Das sieht irgendwie ein bisschen mehr aus als ein Viertel. Aber es wird ein Viertel sein, ja. Und dann haben wir halt, also ein Viertel von der Lebensenergieleiste, meine ich. Und wenn wir die nächste Magiestufe haben, dann ist es halt die Hälfte der Magieleiste, der Lebensenergieleiste. Also wenn wir mit einem Magie-Upgrade dann nur noch die Hälfte der jetzigen Magieleiste hätten, dann, Aber, na gut, man kann sagen, es ist die Hälfte der Gesamtmagieleiste. Dann würde es wieder stimmen, aber das habe ich ja nicht gesagt. Aber ich denke, es ist so langsam klar, was ich meine und, brauche ich noch Geld? Nein, ich farme jetzt hier kein Geld. Das kann ich machen, wenn ich hier später nochmal bin, dann sehr viel Geld brauche. Dann mache ich das, weil es ist halt einfach die bequemste Methode. Aber jetzt brauche ich das noch nicht und ich denke mal, bis dahin finde ich auch genug Geld, selbst wenn ich nochmal Treibstoff kaufen muss. Ich werde das Wasser probieren. Ja, tu das. Du wirst überrascht sein, denn das Wasser schmeckt jetzt sehr angenehm. Es hat einen süßlichen Nachgeschmack. Würde ich mal so formulieren. Und Wasserexperten auf der ganzen Welt finden es toll. Aber Karottengeschmack wäre mir lieber gewesen. Macht nichts. Ich führe sie wie abgemacht zu den Dokumenten über diese Legende. Ja, Karottengeschmack. Du kannst halt eben nicht alles haben, ne? Und ich habe leider keinen Karottensirup gefunden. Ich weiß auch gar nicht, ob es sowas wie Karottensirup überhaupt gibt. Also, ja, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich meine, obwohl es das gibt's bestimmt, vor allem wenn ich so denke, was es in Amerika gibt, da gibt es im Walmart Pizza mit Beilage. Das heißt, du hast da so einen Pizzakarton, da ist die Pizza drin und Beilage. Und Beilage ist nicht unbedingt irgendwas Herzhaftes. Es gibt da wirklich Pizza mit Cookies drin. Also nicht Cookies als Belag, sondern einfach Pizza und dann noch irgendwie zusätzlich daneben in Plastik eingepackt Cookies. Und da habe ich mir echt gedacht, wow. Und deswegen gibt es da bestimmt auch Karottensirup. Bravo. Dieser nette Kirschengeschmack ist eine Wonne. Sie müssen wissen, dass mir mein Arzt gesagt hat, dass ich nur Leitungswasser trinken darf. Oh. Und kurzum, zum Dank kann ich Ihnen alte Werke zeigen. Ich würde sogar sagen, legendäre Werke. Ob es dann so gut ist, dass du Kirschsirupwasser trinkst, hier, wenn dein Arzt dir gesagt hat, dass du nur Leitungswasser trinken darfst, aber naja. Wir werden ihm später nochmal helfen in dem Bereich. Etwas, was man nicht unbedingt machen muss, aber etwas, was ein kleines, ja, Easter Egg ist, sagen wir mal. Vor ewigen Zeiten, als vier Arten namens Pummel, Hasis, Quetsche und Dikos aus dem ursprünglichen Schlamm hervortraten, Jahrhunderte vor dem Staatsstreich des Dr. Funfrock, wurde eine Prophezeiung gemacht. Heute erinnern sich nur noch wenige an ihren genauen Inhalt. Deshalb ist sie unter dem Namen Legende bekannt. Alles, was im Zusammenhang mit dieser Legende steht, betrifft den Auftrag des Erben, der, sobald der Tag gekommen, berufen wird, einem Tyrannen den Garaus zu machen. Es existiert in der Wüste des leeren Blattes noch eine Informationsquelle, die die Legende betrifft. Ja gut, wir haben jetzt leider nichts über die Legende an sich erfahren. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, ein leeres Fläschchen. Aber... Dafür wissen wir jetzt, wir können auf die Wüste des leeren Blattes. Ja, die ist hier. Und so langsam häufen sich hier die Pfeile an. Also, seht mal Leute, einmal hier haben wir die Quelle des kristallinen Dings da, des klaren Wassers, Quelle klaren Wassers. Dann haben wir die rote Karte und die Legende und hier den Hafen und hast nicht gesehen. Auf jeden Fall, unser nächstes Ziel ist dann erstmal die Wüsteninsel. Denn wir könnten uns jetzt die rote Karte holen oder... Also nein, wir können es eigentlich noch nicht. Oder hier das klare Wasser, aber da kommen wir später erst hin. Das macht jetzt auch noch nicht so viel Sinn, die zu holen. Und die Legende ist jetzt erstmal unser dringendstes Anliegen. Denn durch die Legende können wir eventuell irgendwas finden, was uns gegen Dr. Funfrock hilft und womit wir Zoe zurückbekommen können.
Ja, renn voll gegen die Wand, Vincent. Ist gut hier. Guten Ich mache ja Tag. schon weiter. Guten Tag. Guten Tag, lieber Freund. Ha, wir haben Freunde gemacht. Ist das nicht schön? Ja. Nicht alle sind unsere Feinde. Das ist auch gut so. Wir müssen halt nur gucken, wem wir vertrauen können, wer unser Freund ist und ja, was für Leute hierbei überhaupt so rumlaufen, ne? Also, manche sind sympathisch, manche sind unsympathisch. Das ist eben wie im echten Leben. Manche wollen dir was, manche wollen dir nichts und sind gut drauf und helfen dir und ja. Geld. 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 Noch mehr Geld. Geld, 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 gib mir Geld. Du Mülleimer, Dankeschön. Ja, nein, sammle das Geld auf, Twinsen. Danke. 145, ja, ich denke, wir sind gut dabei, was das Geld betrifft. Ja. Jetzt sehen wir hier einen schlafenden Klon. Ist das nicht niedlich? Sieht er nicht entzückend aus, wenn er schläft? Aber. Ja, und dieser andere Klon stört jetzt seinen Schlaf. Ja, du blödes Mistvieh, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr wollt auch auf mich schießen? Nein, lasst mich in Ruhe. Ich gehe jetzt mal hier lang, denn hier waren wir noch nicht. Da ist ein blöder Turm, den. Da hinten war, glaube ich, irgendwas, was interessant sein könnte, aber ich bin mir nicht sicher. Ich springe einfach hier rüber. Das ist wesentlich einfacher. Dann gucke ich mal von hier aus, ohne dass der Roboter da hoffentlich auf uns aufmerksam wird. Hilfe. Hilfe. Das ist jetzt nicht so gut. Ich springe wieder hier rüber. Das war nicht geplant, dass der das sieht. Aber jetzt kann ich auch mal hier gucken. Nein, das. Ich meine, da wäre noch irgendwas gewesen. Ein Pilz. Ja, ich wusste doch, dass da irgendwas war. Okay, der schießt nicht mehr. Moment. Aber. Wenn er sich so. Machen wir das auch so. Ha. Einfach umgangen. Aber da ist noch Magie drin. Da ist ein Soldat, den möchte ich nicht unbedingt begegnen. Deswegen renne ich hier zurück. Und jetzt springe ich nochmal hier rüber. Denn. Das ist einfach einfacher, als hier den Soldaten irgendwie zu bekämpfen.